In Hiroshima haben die Menschen an den ersten Atombombeneinsatz vor 78 Jahren erinnert. Mit einer Schweigeminute gedachten sie der schätzungsweise 140.000 Opfer am Morgen um 8.15 Uhr. Um diese Uhrzeit hatte am 6. August 1945 ein US-Flugzeug die Bombe über der japanischen Stadt abgeworfen. Bürgermeister Matsui mahnte alle Staats- und Regierungschefs, nicht mit dem Einsatz von Nuklearwaffen zu drohen.